Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir, dem Barbecue-Bären. Wir werden uns heute eine leckere Putenpastrami machen und wenn ihr sehen möchtet, wie das geht, bleibt dran. Was brauchen wir jetzt alles für unsere Putenpastrami? Da habe ich hier einmal eine Putenbrust. Die stellen wir erstmal beiseite, weil dazu brauchen wir auch eine schöne Gewürzmischung. Die mischen wir uns heute wieder selber. Und da habe ich jetzt hier folgende Gewürze stehen. Das hier ist Knoblauchpulver, Paprikapulver, eine Pfeffermischung. Dann ist das hier brauner Rohrzucker, das ist Senfkörner. Das ist Koriander und Meersalz. Jetzt als erstes werden wir uns hier unsere etwas festeren Gewürze nehmen, wie die Senfkörner. Die machen wir schon mal in den Mörser. Und das Ganze werden wir dann so ein bisschen andrücken. Nachdem wir die jetzt angedrückt haben, nehmen wir die, machen die zurück in unser Schälchen. Nehmen unser grobes Salz und unseren Zucker. Das Ganze werden wir dann auch noch mal schön anmörsern. Jetzt, wo das erledigt ist, müssen wir die ganzen Gewürze nur noch nehmen und schön miteinander vermischen. Die Gewürzmischung für unsere Pastrami haben wir jetzt fertig. Die genauen Mengen dazu, die findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Jetzt werden wir damit unser Fleisch erstmal würzen. Das Ganze schön großzügig. So, das Fleisch habe ich jetzt komplett gewürzt. Das werden wir jetzt nehmen, in einen Vakuumbeutel packen und über Nacht schön in den Kühlschrank legen. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder am Grill, wenn wir das Teil drauflegen. Unser Fleisch war jetzt 48 Stunden im Kühlschrank. Ich habe es vorher leider nicht geschafft, es, sage ich mal, so weit zu machen, dass wir es hätten grillen können. Aber hier liegt es jetzt. Ich habe es jetzt schon mal hier mit einem Temperaturfühler versehen, auf den Rost gepackt. Und damit werden wir uns jetzt an meinen Gasmoker machen. Und dann werden wir das Ganze erstmal schön smoken. Das Fleischstück habe ich jetzt hier auf meinen El Fuego Portland aufgelegt. Das lassen wir jetzt bei 110 Grad bis zu einer Kerntemperatur von 75 Grad kommen. Ihr seht, es fängt auch schon an zu räuchern, deswegen mache ich den jetzt mal schnell zu, weil eingeregelt war er schon. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das Stück Fleisch fertig ist. Nach 5 Stunden ist unsere Pastrami jetzt endlich fertig. Ich hatte sie schon mal durchgeschnitten, das habt ihr gesehen. Aber jetzt zum Probieren schneiden wir uns mal ein Scheibchen runter. Jetzt nehmen wir das Messer hier und schneiden einfach mal schön. Ich hoffe, man kann den Saft sehen, der hier rausläuft. Und dann hier nochmal den Rauchring. Wow. So. Zart ist es auch. Wir probieren. Wow. Boah, schweinegeil. Das fällt so auseinander. Butter, zart, saftig. Auch die Gewürzmischung da dran. Das ist eine Pastrami-Gewürzmischung. Und geschmacklich ist das, wow, einfach nur schweinegeil. So, bevor jetzt die ganzen Fragen kommen, was hat das mit Pastrami zu tun? Also mit echter Pastrami, denke ich mal, hat das gar nichts zu tun. Das ist einfach nur eine Namensgebung, weil wenn ich so durchs Internet surfe, wird es so genannt. In meinem Rezeptbuch, sage ich mal, steht so drin. Ich habe es auch mal gegoogelt. Pastrami laut Wikipedia heißt einfach nur geräuchertes, gewürztes Stück Fleisch. Das haben wir hier. Es ist super lecker. Ihr könnt es natürlich auch einfach nur geräucherte Putenbrust nennen, wie ihr möchtet. Es ist warm genießbar, kalt genießbar. Wenn man schön dünn runterschneidet wie ein Aufschnitt und dann sich ein schönes Sandwich damit macht, ist das tipptopp. Das werden wir auch gleich machen.
Und ja, hat euch das Video wiederum gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über einen freundlichen Kommentar und über ein Abo erst recht. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl, euer Michael, macht's gut, ciao.